Kurznachrichten. Amazing Grace, how sweet the sound. Eine Live-Aufnahme einer großen Künstlerin, die für 2023 angekündigt hat, ihre Karriere zu beenden. Die Rede ist von Irene Shear. Lernen mit Schlager in der kleinen Audiodatei. Sie begann ihre Karriere mit einem interessanten Titel. Jeder Musikfan kennt ihn als den Durchbruch von Joni Mitchell, Big Yellow Taxi. Eine seltene Geschichte, die ich bei Irene Shear abgefragt habe. Ja, ich war bei Family Dog damals gewesen, da war ja auch der Albert Hammond in der Band damals und Steve Rowland war der Leadsänger und war auch unser Produzent noch gleichzeitig. Und das war dann, also ich habe mit denen so schöne Titel gemacht, wir waren überall in Europa zu Gast beim Fernsehen und mein erster Titel war ein Titel, das der Steve dann geholt hatte von Warner Brothers und das war ein Titel auf Joni Mitchells Album. Und er hat das dann auch bekommen und hat gesagt, also die bringen das nicht raus. Das ist nur also für uns jetzt. Und haben eine tolle Fassung davon gemacht. Ganz anders von Joni Mitchell. Und wir haben Powerplay in England überall bekommen, in Radio Luxemburg. Also es ist wirklich, das war der Renner schlichthin. Und als Warner Brothers das Wind gekriegt haben, dass dieser Titel war angesagt, haben die dann einen Rush-Release gemacht von Joni Mitchell, haben den ganzen Markt überflutet und meine Powerplays halbiert. Also das heißt, also ich habe ja zwar einen Hit gekriegt mit diesem Titel, aber das wäre der Mega-Hit gewesen. Aber das ist ja halt das Leben, ne? Also there's no business like show business. Und für Joni ist es der Hit geworden, letzte. Für Joni war das ihre Durchbruch dann, ja. Goodbye, Mama. Die Geschichte zu ihrem ersten Hit erzählte mir Irene Shear. Und dann sind wir zu Gast gewesen beim Fernsehen in Deutschland. Ich glaube, es war sogar in Hamburg. Und man hat auch gemerkt, dass ich ein bisschen Deutsch konnte, dadurch, dass meine Mama auch Deutsche war. Und haben gefragt, ob ich auch meine Titel auf Deutsch singen würde. Und ich habe ja natürlich, war ja sehr geehrt. Ich sagte, ja, sehr, sehr gerne, natürlich. Und wir haben ja in diese Richtung, das ich damals gesungen hatte, dann auch erstmals gemacht. Dann kam ich zu Ralf Siegel und wir haben ja auch immer noch sehr, sehr also poppig, rockige Titel am Anfang gemacht. Und dann kam er dann, ich glaube, es war Anfang 73 und sagte zu mir, also Irene, ich war in England, habe ja in, so ein Musical gespielt in Liverpool und er sagt, Irene, komm sofort, wenn du fertig bist da, ich habe einen Hit für dich, nach München. Ne? So, gut, bin ich nach München gekommen und so hätte ich nicht für möglich gehalten, weil der Ralf, wenn man ihn kennt, also weiß, dass er alles dann mit im Brunst dann auf sein Klavier dann vorspielt und es kann nur ein Hit sein, wenn er das... Und das war dieses Goodbye Mama. Ja, ja, es war authentisch, weil ich in England bei meinen Eltern auch gewohnt hatte und tatsächlich, also war dann Goodbye Mama, als ich dann erstmals nur für eine kurze Zeit nach Deutschland gekommen bin für die ganze Promotionsabteilung. Und wir haben Nummer 1 gemacht bei ZDF Parade bei Dieterli. Das war auch eine Zeit, ja, in der so ein bisschen ein englischer Einschlag in der deutschen Sprache sehr beliebt war bei den Leuten bei uns. Und in England hast du natürlich sicherlich auch die Swinging Sixties natürlich voll miterlebt, die Zeit von Radio Caroline und den Seesendern. Sicherlich auch auf Radio Caroline haben wir jahrelang gesendet über Satellit. Das ist interessant, weil... Ja, also da ist eine Basis. Gerne angehört als Teenager, ja. Seesender. Radio Caroline. With love, peace, and peace. Rockin' Europe from the North Sea. This is Radio Caroline. Loving awareness, Caroline. Das ist Marabu. Das ist Marabu. Radio Marabu. Alternative music. All over Europe. On Caroline.
Fast 30 Jahre sendete Radio Caroline von Schiffen von hoher See. Nach 2000 waren wir von Radio Marabu gut 10 Jahre mit Caroline auf Satellit. Die zur vollen Stunde ausgestrahlte Schiffsglocke von Radio Caroline. Und jetzt Aaron Shear, Amazing Grace. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. 'Twas blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my heart relieved. How precious did that grace appear. The hour I first believed, when we've been there 10,000 years, bright shining as the sun. There'll be no less days to sing God's praise than when we first began. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. 'Twas blind, but now I see. 'Ein besonderer Einstieg in den zweiten Advent. Ich hoffe, er hat gefallen. 4. Dezember 2022 zum dritten Advent gibt es Frank Schöbel. Aber zum Ernst, international, eine Rakete aus dem Gazastreifen wurde auf Israel abgefeuert. Im Kampf gegen die Bandenkriminalität in El Salvador haben rund 10.000 Soldaten und Polizisten eine Großstadt nahe der Hauptstadt San Salvador umstellt. Militärfahrzeuge und Polizeiautos fuhren durch die Straßen, auch Drohnen waren im Einsatz. Gesucht wurde nach Bandenmitgliedern. Der Präsident hatte Ende März den Ausnahmezustand verhängt, nachdem in dem zentralamerikanischen Land binnen 3 Tagen 87 Menschen ermordet worden waren. Der Ausnahmezustand wurde schon mehrfach verlängert. Menschenrechtsorganisationen kritisieren. Möglich sind Inhaftierungen ohne Richterbeschluss. Der Präsident von Südafrika will trotz Vorwürfen der Geldwäsche im Amt bleiben. Das erklärte sein Sprecher. Schweden hat türkischen Medien zufolge ein in der Türkei verurteiltes Mitglied der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans ausgeliefert. Dieses wurde inhaftiert.
Die italienische Premierministerin Giorgia Meloni fordert Europa auf, eine gemeinsame Linie im Umgang mit der Rückführung von Migranten zu finden. Zitat: Europa muss dringend einen Rahmen für die multilaterale Zusammenarbeit schaffen und die illegalen Ströme energisch bekämpfen. Multilateral. Auweia. Dann blenden wir gleich in die Ukraine. Hier sind wir ja von Sprachregelungen umzingelt. Damit da nichts schief geht, hat unser Labor gearbeitet. Putins pro-russischer, brutaler, aggressiver, imperialer, heimtückischer, selbsternannter, grausamer Angriffskrieg. Der ukrainische Präsident Zelensky hat den von westlichen Staaten beschlossenen Preisdeckel für russisches Öl als zu hoch kritisiert. Es würde weiterhin zu viel Geld in Russlands Haushalt fließen. NASA-Forscher berichten, dass Russland in der Ukraine Getreide für $1 Milliarde geerntet hat. Der US-Geheimdienst geht davon aus, dass sich das verlangsamte Kampfgeschehen in der Ukraine fortsetzen wird. Weitere US-Einschätzung: Der russische Präsident Putin sei nicht ernsthaft an Friedensgesprächen interessiert. Zitiert wird ausgerechnet Viktoria Nuland. Sie traf sich mit Zelensky in Kiew. US-Präsident Joe Biden hatte jüngst gesagt, er sei bereit für ein Gespräch mit Putin, wenn dieser an einer Beendigung des Krieges interessiert sei. Russlands Verteidigungsminister Shoigu besucht Weißrussland. Der dortige Präsident wird von der ARD-Tagesschau als autoritärer Langzeitmachthaber bezeichnet. Dieser wird auf News 360 zitiert, der Krieg werde weitergehen, weil der Westen Optionen zur Fortsetzung der Feindseligkeiten erwäge. Lukaschenko verteidigte die Bereitschaft seines Landes, alles im Einklang mit einem offenen und echten Abkommen zur Beendigung des Konflikts zu tun und bekräftigte anschließend, dass weder Russland noch Weißrussland diesen Krieg wollten oder wollen. Die ARD lässt uns wissen, Lukaschenko bekräftigte darüber hinaus, dass die Vorbereitungen für die Bildung einer gemeinsamen regionalen Militäreinheit der russischen und weißrussischen Streitkräfte liefen. Der Westen muss nach Ansicht von Frankreichs Präsident Macron bei Friedensverhandlungen zur Beendigung des Ukraine-Kriegs auch auf Sicherheitsbedürfnisse Russlands eingehen. Europa müsse eine neue Sicherheitsarchitektur vorbereiten. Macron erklärte sich im Fernsehen seines Landes. Er bezog sich dabei auch auf wiederholte Klagen des russischen Präsidenten Putin über die NATO-Erweiterung. Vor 15 Jahren hätte man das bereits klären können. Seitdem erklärt sich Russland. Meine Anmerkung: Auf dem Mittelmeerdialog am Freitag in Rom fordert der türkische Außenminister die Westakteure zurück an den Verhandlungstisch mit Russland. Die westlichen Verbündeten müssen davon überzeugt werden, etwas für den Frieden zu tun, forderte der türkische Außenminister und hoffte, dass gemeinsam noch vor dem Frühling ein Waffenstillstand oder Verhandlungen erreicht werden können. Russland betrachtet das NATO-Bündnis bereits als direkt am Krieg beteiligt. Das Ziel der Allianz sei die Zerstörung Russlands. Im Westen werde bereits darüber spekuliert, in wie viele Teile die russische Föderation aufgeteilt werden soll und wem untergeordnet. Gleichzeitig müsse Deutschland unter Kontrolle gehalten werden, so der türkische Außenminister. Der russische Präsident Putin werde dem Donbass einen Besuch abstatten. Das erklärte Dmitri Pieskow, Pressesprecher des russischen Präsidenten. Ukrainische Behörden haben die Bevölkerung zum Durchhalten angesichts weiterer zu erwartender Stromabschaltungen aufgerufen. Der Partei- und Fraktionschef der Europäischen Volkspartei, Manfred Weber, rechnet mit einem starken Anstieg der Flüchtlingszahlen im Winter. Der Münchner Merkur berichtet von Satellitenbildern von einem russischen Militärflughafen. Man meint, Luftangriffe wären in Vorbereitung. Es gibt eine ungewöhnlich hohe Zahl an Flugzeugen. Der MDR berichtet von einer Krise in Karlovy Vary. Dem tschechischen Kurbad fehlen Touristen, vor allem auch russische. Jeder, der mal dort war, weiß, dass die Stadt faktisch zweisprachig ist. Gleich werden wir hier zwei Themen vertiefen. Zuvor zurück zum Öl. Russland wird eine Obergrenze für seine Ölpreise nicht akzeptieren und führt eine schnelle Analyse weiterer Marktbewegungen durch, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Pieskow. Nach Angaben des stellvertretenden Leiters der Präsidialverwaltung Russland sind bestimmte Vorbereitungen für die Einführung von Preisbeschränkungen getroffen worden. Die ARD berichtet, Russland macht nach Angaben eines diplomatischen Vertreters ernst mit dem angedrohten Stopp von Öllieferungen nach Europa. Der russische Botschafter bei internationalen Organisationen in Wien, Ulyanov, erklärte auf Telegram, von diesem Jahr an wird Europa ohne russisches Öl leben. Der Botschafter der Russischen Föderation in Deutschland, Sergei Nechayev, schrieb einen Gastbeitrag für die junge Welt. Hier geht es um die Hungersnot 1932-33. Gleich dazu mehr, vorher aber zum Fußball. Robert Stein und Thomas Röper aus der aktuellen Folge von Nuoviso Tacheles.
die WM in Katar oder vielmehr die ganze Berichterstattung darüber. Während wir aufzeichnen, ist es gerade erst ein paar Stunden her, dass es offiziell ist. Deutschland ist wieder im Achtelfinale ausgeschieden und jetzt ist natürlich die Nacharbeitung steht jetzt an. Zum einen habe ich schon ein Video gesehen von einer arabischen Männerrunde, betuchte Männer, die alle Winke-Winke machen und dabei die Hand vor den Mund halten. So ein spezieller Gruß an die deutsche Mannschaft. Wie hast du das wahrgenommen, diese ganze Kontroverse mit dieser Armbinde und der Innenministerin da auf dem Podium? Tja, was soll ich dazu sagen? Ich habe noch kein einziges WM-Spiel gesehen, weil ich dies ja einfach Zirkus finde. Für mich gehört Sport und Politik nicht zusammen und wer meint, das vermischen zu mischen, der macht mir den Spaß kaputt. Deshalb habe ich also wirklich noch kein einziges Spiel gesehen und das auch und werde das wohl auch nicht weiterhin nicht tun. Und ich finde es, dass diejenigen, die jetzt der Meinung sind, sie müssten aus der WM eine Politshow machen und sich irgendwelche Hände vor den Mund halten und sonst was für ein Blödsinn, ich finde das ganz gut, wenn die rausfliegen. Ich weiß, ich habe keine Freunde damit, dass ich das sage, aber in diesem Fall, ich war ja immer WM-Fan. Letztes Mal war in Russland, da war ich jeden Tag in der Fanmeile und so. Aber diesmal habe ich einfach keinen Bock, weil mir das zu blöd ist. Also, und das in Russland, also das Schöne ist ja, wie man außerhalb, ne, du siehst, hast es mit den Arabern erzählt, außerhalb der westlichen Medienblase, wo sie alle nur über LGBT-Quatsch reden, wird das Ganze nicht ernst genommen. Das ist also, ne, die Russen lachen sich kaputt und sagen, okay, ihr wollt Gas von den Kataris, aber geht hin und tret denen den ganzen Tag in die Eier. Was soll das, ne? Die Kataris sind stinksauer, finden das überhaupt nicht gut und sagen, ihr müsstet mal ein bisschen Respekt vor unserer Kultur haben. Wenn wir zu euch kommen, haben wir ja auch Respekt vor eurer Kultur. Und ja, das ist dieses Aufdrängen der sogenannten westlichen Werte, kommt außerhalb der westlichen Welt immer schlechter an. Und das ist ein klassisches Zeichen dafür, wie jetzt, ne, wie gesagt, zum Beispiel die Araber sagen hier, tschüss. Lernen mit Schlager Demis Roussos, goodbye my love, goodbye, tschüss Katar, tschüss Öl, willkommen Hungersnot. Vielleicht kommt die ja auch 2023, die von 1932-33 wurde vom Bundestag als Genozid am ukrainischen Volk anerkannt. Hierzu der Botschafter der Russischen Föderation in Deutschland, Sergei Netschajew. Ein Narrativ, das schlichtweg antihistorisch, wahrheitswidrig ist, sowie dem gesunden Menschenverstand widerspricht. Aus historischen Dokumenten wird ersichtlich, dass infolge der Hungersnot, die 1932-33 große Teile der UdSSR traf, 7 Millionen Menschen, darunter ca. 2,5 Millionen im russischen Kernland und 1,5 Millionen auf dem Gebiet Kasachstans, starben. Der Hunger begann mit einer starken Dürre und daraus resultierender Missernte, mit denen außerordentliche Maßnahmen der Sowjetregierung im Rahmen der Zwangskollektivierung einhergingen. Diese harten Maßnahmen wurden in ausnahmslos allen Agrargebieten der UdSSR umgesetzt. Infolgedessen wurden von der Hungersnot nicht nur die Ukraine, sondern auch der Süden Weißrusslands, die untere Wolga, Kasachstan, das Donngebiet, das Kubangebiet, der Nordkaukasus, der Südural und Westsibirien betroffen. Netschajew nennt verschiedene Motive. Den Klassenkampf gegen wohlhabende Bauern, die angestrebte Vereinnahmung der Landwirtschaft durch den Staat, die Finanzierung ausländischer Kredite, die für den Ankauf von Industrieanlagen aus dem Ausland aufgenommen wurden, die Versorgung der zunehmenden Stadtbevölkerung. Es ist unstrittig, dass sich mit dem Tod von Millionen Menschen landesweit eine erschreckende Tragödie ereignete. Dennoch ist es auch offensichtlich, dass die Wegnahme von Getreide in den Bauernhäusern nicht das Ziel hatte, eine besondere nationale Gruppe, unter anderem die Bevölkerung der Ukraine, mutwillig zu vernichten, die zudem nicht monoethnisch, sondern stets multinational war, wie die komplette Sowjetregierung. Es ist absurd, ihr den Hass gegen die Ukraine vorzuwerfen. Die Fehler und tragischen Konsequenzen der Hungersnot in der UdSSR wurden bereits 1933 offiziell zugegeben. Zur Resolution des Deutschen Bundestages in Bezug auf den Massenhunger in der UdSSR veröffentlichte das russische Außenministerium eine Erklärung. Daraus auf der Hand liegt ein weiterer Versuch, die Dämonisierung Russlands, die in der Ukraine aufgezwungen und vom Westen gesponsert wird, zu rechtfertigen und anzuspornen, sowie ethnische Ukrainer gegen Russen und andere Völker Russlands und der ehemaligen UdSSR aufzuhetzen. Die genannte Provokation des Deutschen Bundestags, mit der man die erschreckende Hungersnot von 1932-33 instrumentalisiert, hat einen offensichtlichen Grund. Die Deutschen versuchen, ihre Geschichte neu zu schreiben und die eigenen Bekenntnisse zu den von ihnen begangenen Gräueltaten des Zweiten Weltkrieges zu vergessen.
Scheinbar finden sie Gefallen an ideologischen Nachfolgern der ukrainischen Kriegsverbrecher, die jährlich mit Fackeln und unter den Fahnen der Waffen-SS-Division Galizien marschieren. Deutschland versucht, die eigene Schuld zu relativieren. Sie will das Gedenken an den beispiellosen Charakter unzähliger menschenverachtender Verbrechen Nazi-Deutschlands im Zweiten Weltkrieg aufweichen. Es geht dabei um eine gezielte Ausrottung von 27 Millionen unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger im Rahmen des totalen Krieges im Osten, den Holocaust und die Blockade von Leningrad. Und das soll im Kern keine bewusste Vernichtung des sowjetischen Volkes gewesen sein? Abschließend: Der Deutsche Bundestag sollte sich schämen, diese unmoralischen Beschlüsse zu fassen, die das faschistische Gedankengut des Rassenhasses und der Rassendiskriminierung wieder aufleben lassen und zu versuchen, sich der Verantwortung für die Kriegsverbrechen zu entledigen. Zum Schluss das verschneite Thüringen. Übrigens, der Norden des Thüringer Waldes ist diesmal tief verschneit, im Süden in Suhl ist deutlich weniger Schnee. Die UKW-Sender auf dem Inselsberg senden mit verminderter Leistung. Darüber berichtet Markus Weidner auf seinem Radioblog. Lange wurde saniert, Behelfsantennen waren im Einsatz. Nun sind die Arbeiten abgeschlossen. Hobbyfreunde berichten, der Empfang habe sich verschlechtert. Zum Beispiel wird vom Inselsberg nur noch mit 80 Kilowatt gesendet, früher waren es 100. Für Hörer aus benachbarten Bundesländern ist das drastisch. Und noch Sachsen-Anhalt, die SED-Opferhilfe weist eine magere Bilanz auf. Genau ein Antrag wurde in 5 Jahren bewilligt. Die Zahlen sind in der ganzen Bundesrepublik niedrig. Das beklagt die SED-Opferbeauftragte beim Deutschen Bundestag. Woran liegt das? Die Opferbeauftragte Birgit Neumann-Becker wird vom MDR zitiert: Entweder stellen die falschen Leute Anträge oder die Hürden sind zu hoch. Ich hätte ja noch eine andere Idee. Vielleicht gibt es nicht genug Opfer. Die PA berichtet, nach rund einem Jahr gemeinsamer Regierungszeit haben SPD und FDP laut einer INSA-Umfrage in der Wählergunst verloren. Zugelegt haben die Grünen. Verloren haben wir auch bei der Gunst unserer polnischen Nachbarn. T-Online lässt uns wissen, der Chef der polnischen Regierungspartei hat Deutschland scharf angegriffen, Jarosław Kaczynski. Er hat die deutsche Dominanz in Europa angeprangert. Er erklärte, Deutschland wolle heute mit friedlichen Methoden die Pläne verwirklichen, die es einst mit militärischen Mitteln habe umsetzen wollen. Das Ganze bei einem Auftritt im Südwesten Polens. Weiterer Regen und Schnee im Osten und Norden. Gegen Abend im Süden Regen. Die nächsten Tage bleiben so. Laut DWD soll der weitere Verlauf etwas milder werden. Für den Norden wird Wind erwartet. Weiter aber auch Glätte im Bergland Schnee. Machabu. Alternative Music.